Heute mal von der RGB-Front, das Li-An, Li-Streamer, Show-Yourself, 20-poliges Anschlusskabel für die Stromzufuhr aufs Mainboard. Empfohlen oder mitentwickelt, weiß ich nicht so genau, vom Elbauer. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hi Leute, schön, dass ihr eingecheckt habt, freut mich und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Darky und von Neues von der RGB-Front. Ja, ich bin RGB-süchtig, ich gebe es zu, ich kann es nicht bleiben lassen. Ja, ich habe so ein bisschen rumgeschaut und dachte, lange nichts mehr gemacht an deiner Maschine und da ich ja nun RGB besessen bin. Da muss ich echt die Füße jetzt wirklich nichts mehr ein. Einige werden sagen, Mann, du bist doch bescheuert. Ne? Reicht's nicht? Nein, es reicht nicht. Also, ich kann davon nicht genug kriegen. Ja, aber da habe ich mich auf die Suche gemacht. Was kannst du denn noch machen? Ist ja schon so viel drin eigentlich. Ne? Eine Soundkarte. Festplatten? Gibt's die schon? Lüfter hast du genug drin? Also habe ich so ein bisschen auf der Gamescom in den Videos gesehen, dass es dieses Teil gibt. Und das sah richtig heiß aus, fand ich. Fand ich sehr erregend. Naja, auf jeden Fall dachte ich, kann man ja mal ausprobieren. Und jetzt will ich auch nicht allzu lange quatschen. Preis verlinke ich euch unten verlinke ich euch wieder in der Videobeschreibung. Könnt ihr dann selber schauen, was das Ding kostet. Ne? Und ja, wo geht's jetzt hin? Na, ab zum Unboxing und zum Einbauen zum Hardware-Check. So, dann schauen wir uns den erstmal an. Also sehr edle Verpackung, finde ich. Ne? Hier halt nochmal der Elbauer. Ich hatte schon mal auf, bin ich auch schon mal vorgewarnt. Ja. D&E Awards 2018. Das wäre jetzt irgendwas Besonderes als zum Gewand. Also, die war da schon versehentlich drin. Hier befindet sich der Controller drin. Ich habe es auch schon mal aufgemacht. Hier ist das Verbindungskabel. Und jetzt nehme ich das Ganze mal zur Seite. Ihr könnt es jetzt mal richtig öffnen. Das hatte ich noch nicht aufgemacht. Ich bin schon ganz ungeduldig, das liegt schon etwas und ich wollte es mal einbauen, habe es aber nicht geschafft. Kommen wir aber heute jetzt. So. Also wie gesagt, sieht sehr edel aus. Ist halt dann auch ein Weiß, passt auch in meinen Rechner, wird dann sehr schön eingebaut. Das Ganze soll dann eingehakt werden und läuft dann halt so rüber. Können wir es mal versuchen. So, musste eben auch noch mal genau schauen. Wie man hier sieht, sind hier so kleine Nuten drinne. Da wird es dann eingeklinkt. Ja, stellt sich das jetzt so ein bisschen hier hin. Da auch. Manchmal braucht man ja vier Hände. Klingt das da jetzt ein. Ja, und jetzt kann man hier die einzelnen Lichtstreifen einklinken. Ich versuche es mal etwas besser zu zeigen. Ist ein bisschen Fummelarbeit. Ja, kann das denn noch ein bisschen ziehen hier, damit die Show auch besser ist. Also ist ein bisschen Arbeit, sich das da hinzustellen. Ja. So, man kann jetzt nach und nach erstmal die ersten Klinken. So sieht das schon mal fürs erste fleißig aus. Wie gedacht, das müsst ihr schon vorbereiten, weil ich kann mir vorstellen, im Gehäuse selbst, dass das nicht ganz einfach ist.
Ich zeige euch gleich mal das fertige Produkt. Hier ist nochmal Lian abgebildet. So, ich habe mir das jetzt hier so mal so ein bisschen hingestellt. Ich muss gerade die Tür zumachen, sonst ist das von draußen zu laut. Deswegen haben wir hier ein bisschen künstliches Licht jetzt. Also man muss sich das so ein bisschen einteilen. Ich denke mal, dass das so beim Einbau wird es dann optisch schon wirken. Wird vielleicht ein bisschen eng werden, aber es wird auch weit rausgucken. Aber das soll es in diesem Moment auch. Es soll ja was zu sehen sein. Zu den Anschlüssen selbst. Ja, da haben wir hier einen dreipoligen. Normalerweise sind die eigentlich immer auf dem Board. Was ich bis jetzt gesehen habe, ich bin nicht allwissend, sind die vierpolig. Wir befreien das Ganze mal jetzt hiervon. Selbst beim FedEx sind die auch vierpolig. Aber und dann so von der Anleitung gibt es da nicht viel anzuleiten. Entweder this cable is instruction in the motherboard accessories. Ja. Soll eigentlich angeblich ein Vierer, Dreier bei den Boards mit sein. Wäre schön, wenn sie das doch mal mitgeliefert hätten. Ansonsten bleibt einem echt nur noch der Controller, na, den in den Slot zu stecken und dann das anzusteuern. Schauen wir mal. Das sehen wir genauer nochmal beim Einbauen, was ich da jetzt noch machen kann. Sonst gut abgebildet, kann man nichts zu sagen. Und wie man es einstecken soll, steht hier eigentlich auch drinne. Habe ich auch im ersten Moment nicht so ganz gecheckt. Ich habe erst gedacht, was kommt auf den schwarzen. Aber es täuscht. Es soll halt wirklich hier in diese weißen, quasi in die Plexiglas eingesteckt werden. Sind auch so Halterungen. Und dementsprechend kann man das dann einbauen. Na? Steamer Cable Instructions. Okay. Gut, jetzt kommen wir zum Controller nochmal. Da ist auch noch ein Verlängerungskabel mit drin, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Ja, kommt schon raus. Ist ja alles auf der antistatischen Matte, kann also nichts passieren. Hier ist dann halt der kleine, hier kann man den Speed ein, den Mode einstellen und Bridges. Na, in den Anschlüssen. Hier ist einmal 5 Volt und Ground. Da wird hier das, könnt ihr auch nicht verkehrt machen, ist hier halt, bereiten wir gleich mal für oben vor, weil ich werde den Rechner nicht hier ins Studio mitnehmen, das werden wir oben machen, einstecken, dann das Anschluss- oder Verlängerungskabel. Also ich finde es jetzt schon, das sieht schon cool aus, mal gucken, wie das im eingebauten Zustand ist. Na? Ja, zum Preis, ich weiß, es ist eigentlich Geld verbrennen, aber das ist ja bei einem persönlich auch so. Wer schön sein will, muss leiden, greift halt ins Portemonnaie, ne? Und ich habe sonst keine verrückten Hobbys. Und ich wollte auch mal was haben, was andere noch nicht so sehr verbaut haben. Hier kommen wir dann nochmal zum Anschlusskabel. Sehen wir hier auch weiß 5 Volt, also kann man sich ja orientieren, das vielleicht irgendwie aufs Board zu bekommen. Da ist Data Ground und der fünfte NC ist dann frei. Ich will ja auch noch bomben. Ist nur die Frage, mit welchen ist es dann angesteuert. Vielleicht sollte man es über den Controller laufen lassen. So viel Platz ist noch im Gehäuse. Das kriegen wir nicht. Dann sind wir da mal auf der sicheren Seite. Na? Vielleicht kann es ja mal jemand anders ausprobieren. Okay, das war's jetzt hier erstmal. Wir gehen jetzt mal rüber und bauen das gute Stück ein und dann schauen wir uns mal das ganze komplette Gesamtbild an. Ich bin jetzt schon ganz, ganz, ganz doll gespannt. Na, ich freue mich auch schon irgendwie wie so ein kleines Kind da drauf. Okay, dann gleich bis gleich beim Einbau. So, als erstes verkabeln wir jetzt den Controller. Ich schon durchgezogen, war schon mal wieder ein Riesenaufwand. Hier erstmal den die 5 Volt mit dem SATA-Stecker. Und dann nehmen wir uns, da kommt das zweite Kabel. Das verbindet er dann mit dem, ich zeige es hier nochmal, mit dem 5 Volt Anschluss. Da ist eine Nute, könnte auch nichts verkehrt machen. Und dann kann man das Ganze wieder zusammenbauen. Ab in den Slot und gut ist. Ja, was wieder so ein bisschen schwieriger war, war wieder hier um einen Grafikkartenhalter reinzubekommen. Und
Und den müssen wir jetzt auch noch so ein bisschen ausrichten. Bisschen Kabelmanagement wieder machen und dann haben wir das. Ja, es musste jetzt über den Controller laufen. Ich habe versucht, über das NZXT, die Hui, das wäre auch gegangen. Der hat es auch 5 Volt drauf, hätte man hier irgendwo noch vielleicht noch drauf kommen können. Hab's versucht, aber leider Gottes kommt man da auch so schlecht dran. Hinten hätte man jetzt noch da auf den RGB-Heater gehen können. Der hat auch, stellt auch 5 Volt bereit, aber ist schwierig zu machen. Na, hätte man wieder hier alles abbauen müssen und das ist natürlich dann ein Riesenaufwand. So machen wir es über den Controller da, schalten es einmal und es soll halt in den Rainbow-Farben laufen und das schauen wir uns nachher mal gepflegt an. Und in der Zeit baue ich erstmal zusammen und dann zeige ich euch noch das Kabelmännchen. Das Kabel weiter hochziehen, der weiße vom Cable Mod ist dann halt rausgeflogen. Mehr geht's hier nicht mehr. Also ja, ist schon ein bisschen haarig, das Ganze zu machen. Dann halt eben das Kabel runterlegen, hier mit hinten mit SATA verbinden. Ja, ihr braucht ja Strom drauf. Und das Ganze dann hier vorne noch mit dem Kabel zur RGB-Beleuchtung verbinden. Ja, und dann drehen wir das Ding mal um und dann lassen wir auch gleich Probe laufen. Ich zoome euch das mal ein bisschen ran, um zu zeigen. Ja, ist schon der Hammer. Ich stelle jetzt mal da so ein bisschen dran rum. Da kann man noch die einzelnen Farben einstellen. Mal sehen, was das waren 3, 4 über Bildschirms. Einzeln 2 Lauflicht. Da geht noch einiges. Blau, gelb, rot, also ein helles Blau, lila. Und da fängt er dann wieder von vorne an. Zieht er nochmal die Rainbow-Farben durch. Hier kann man nochmal die Geschwindigkeit. Da lässt sich auch nochmal der Speed einstellen. Das gefällt mir doch recht gut hier. Das ist die dritte Einstellung. Das wäre dann... Ach, das ist Bridges. Das andere war der... Saugeil! Also ich bin ja weg. Ich weiß, ich bin RGB-süchtig. Gut, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wenn da die Scheibe drauf ist. Also es ist ein Haufen Arbeit. Man muss echt viel auseinandernehmen. Aber gleichzeitig auch wieder geputzt, das schöne Stück. Weiß gereinigt. Solltet ihr auch gelegentlich tun, mal die Staubfilter ziehen. Na? Man muss sich das Ganze nochmal so im Dunkeln reinziehen. Und dann nochmal ein bisschen dann rumspielen, was man dann so alles machen kann. Aber was geht jetzt noch an RGB? Das ist hier die Frage. Gut, ich baue mal die Scheibe wieder vor und dann schauen wir das nochmal mit der Scheibe an.
Ja, wie ihr gesehen habt, Einbau. Es ist schwierig, weil angeblich ja soll das, man, der Mainboard-Hersteller halt dieses dreipolige Kabel liefern. Ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht machst du den bei einem anderen Mainboard drin, dann bei mir war es nicht mehr drin. Muss man sich halt ein bisschen einfallen lassen. Entweder nimmt man den mitgelieferten Controller hier oder macht das dann irgendwie anders. Na, habt ihr ja genug gesehen. Einmal ist ja nun wirklich nicht schwierig. Ich finde es einfach nur geil. Ich kann mich ja an RGB nicht gesatt sehen. Also, ja, ist halt so. Vielleicht werden mich einige Leute für bescheuert erklären, aber ich finde es einfach nur schick. Aber das ist halt wiederum im Auge des Betrachters unterschiedlich. Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Das Ganze werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung verlinken unten wieder. Na? Und schauen wir mal. Also was mir denn noch für eine Schandtat einfällt, an meinem Rechner ist ja nun lange nichts mehr gemacht worden. Und so das eine und andere kommt aber auf jeden Fall noch. Vielleicht eines ist das System ist schon... Ja, ist schon vorhanden. Das zeige ich euch auch noch bei Gelegenheit. Und es gibt noch ein paar Dinge, die ich ganz gerne noch so ein bisschen leicht verändern möchte. Aber es ist halt so, wie es ist. Na? Ich muss ja damit leben. Und mir gefällt es. Gut, ich hoffe, dem einen oder anderen hat es was gebracht. Vielleicht will der eine oder andere das doch noch mal ein bisschen aufmotzen und ein bisschen schicker machen. Ist so eine kleine Anregung. Ist ja hier auch vom 8-Bauer, der ist hier auf der Verpackung der 8-Bauer empfohlen. 24-Pin-Expansion Kabel, nochmal so einen taktischen Empfang mit 200 mm. Der Sambo war jetzt wirklich nicht schwer. Vielleicht hat der E-Bauer da mitgeholfen oder wie auch unterentwickelt, ich weiß es nicht so genau. Na, Computex DA Awards 2018, alles sehr frisch, war irgendwie eine Messeneuheit auf der Gamescom und auf dieser anderen Messe da in Taiwan und gibt es auch noch nicht allzu lange. Zum Preis liegt ca. 50 Euro. Ich finde, ist jeder Euro wert, ne, wenn man es braucht. Ob es nötig ist, ist eine andere Frage. Da reden wir mal nicht drüber. Es scheint für den einen oder anderen Quatsch, noch mehr Gebiet. Aber es ist halt Geschmackssache. Ne? Mir gefällt es und ich finde es toll. Ja, das war es hier jetzt soweit an meiner Stelle von dem kleinen Unboxing und auch von dem Einbau. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es vielleicht doch gefallen und lässt deswegen vielleicht auch mal ein Abo da unten. Ne? Schön den Abo-Knopf drücken, würde ich mich sehr drüber freuen. Oder schreibt in die Kommentare, freue ich mich auch drüber. Und den Daumen in nördlicher Richtung freue ich mich auch ganz besonders drüber, damit wir hier noch ein bisschen wachsen. Ja, ich kann mich nur noch von euch verabschieden und ich mache jetzt mal was dem einen oder anderen letztens doch gefallen hat. Und ich mache Feierabend. Es ist Sonntag und ich werde mich jetzt um meine Familie kümmern. In diesem Sinne freue ich mich schon aufs nächste Video, was bereits am Start ist. Und ja, und die Abos, die netten Abonnenten, bitte nicht die Glocke vergessen, wie üblich. Und ich check aus und sage euch Tschüss und Adios und bis zum nächsten, na wohin wohl, Hardware-Check.